geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Corona-Quarantäne-Zeit. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute das erste Mal sprechen wir über dieses Buch, richtig? Und schauen uns dazu mal das erste Kapitel so ein bisschen an und sprechen so darüber, was ich da so ja, gelernt habe. Und ja, das ist Thema des heutigen Videos. Außerdem ein ganz normaler Abend in der Corona-Zeit. Ich trinke natürlich dann erstmal einen Kaffee, weil ich motiviert und wach sein muss für das Video für euch. Aber ja, ich melde mich gleich. Das Kernstück des Pfades. Das Glück oder der Geist umgibt uns ständig und durchdringt alle Zellen unseres Seins. Aber diese Inspiration spüren wir nur selten. Meist hindern uns Blockaden in unserem Körper, unserem Denken und in unseren Emotionen daran. Der friedvolle Krieger stellt sich diesen inneren Hindernissen entgegen und räumt sie aus dem Weg. Damit wir endlich wieder spüren, dass wir ein natürliches Anrecht auf Glück haben. Als friedvoller Krieger streben wir danach, die Wege unseres Lebens mit Mut zu gehen. Aber gleichzeitig ist uns auch klar, dass wahre Heilung letzten Endes nur aus unserem Herzen kommen kann. Wir haben begriffen, dass wir selbst dazu beitragen, unser Leben zu gestalten und dass wir unsere Welt verändern können, indem wir uns selbst ändern. Der Weg beginnt dort, wo wir im Augenblick gerade stehen. Man kann ihn auf jeder Ebene gehen. Die Methode ist ganz einfach. Man muss nur etwas tun. Und der richtige Zeitpunkt ist jetzt, in diesem Augenblick. Der friedvolle Krieger hat Geduld zu warten, bis der Schlamm sich setzt und das Wasser sich klärt. Regungslos harrt er aus, bis zum rechten Augenblick, in dem die richtige Handlung sich ganz von selbst ergibt. Er strebt nicht nach Erfüllung, sondern wartet mit offenen Armen und akzeptiert freudigen Herzens alles, was kommt. Er nutzt alle Situationen, versäumt nichts. Er ist die Verkörperung des Lichts. Der friedvolle Krieger besitzt drei große Schätze: Einfachheit, Geduld und Mitgefühl. Er ist einfach in seinem Denken und Tun und kehrt zur Quelle allen Seins zurück. Er hat Geduld mit Freund und Feind. Und er lebt mit allem in Einklang. Er hat auch Mitgefühl mit sich selbst und schließt seinen Frieden mit der Welt. Manche mögen diese Lehren unsinnig finden. Anderen erscheint sie vielleicht zu hochfliegend. Doch für alle, die in sich hineingeschaut haben, ergibt dieser Unsinn einen vollkommenen Sinn. Und für die, die ihn in die Tat umsetzen, reichen die Wurzeln des Hochfliegens tief in die Erde hinein. Ja, Leute, ziemlich spannend auf jeden Fall. Vielleicht ist es auch für den einen oder anderen von euch sehr, 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 sehr befremdlich, was ich da mir so durchlese und was ich jetzt mit euch hier durchgehen möchte. Aber vielleicht habt ihr jetzt auch gerade mal die Zeit, euch auf sowas ein bisschen einzulassen und vielleicht bringt es euch weiter. Also ich habe dieses Buch schon einmal durch. Und lese es gerade das zweite Mal und das zweite Mal, aber jetzt halt mit euch zusammen und ich bin sehr gespannt, wie wir uns austauschen können darüber. Das heißt, wie ihr vielleicht Dinge versteht, vielleicht habe ich sie voll anders verstanden, als ihr da draußen sie versteht. Und ja, ich werde immer solche Parts halt vorlesen mit euch und dann könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ja, ich muss jetzt noch fix hier ein bisschen was bearbeiten und dann melde ich mich wieder. Ja, Leute, hier verbringe ich echt die meiste Zeit im Moment. Viel Arbeit am Schreibtisch, am Computer. Mir fehlt das ein bisschen so. Klar, es ist am Anfang chillig gewesen, dass man weniger unterwegs ist.
Aber am Ende jetzt muss ich schon sagen, anstrengend fast, ne? Also fast echt anstrengend, so die ganze Zeit am Schreibtisch zu sitzen, mit tat der Rücken am Anfang weh und ja, also würde mich sehr interessieren, wie ihr euch verhaltet im Moment mit dem Training, mit dem Quarantäne. Ich rede schon wieder von Training, weil jetzt muss ich noch Planches trainieren. Ihr wisst, die Challenge. Ja, Leute. Heute die ganze Zeit im rechten kleinen Zeh fast einen Krampf bekommen, Alter. Shit. Ja, ich will eigentlich die ganze Zeit gerne rausgehen. Aber irgendwie bin ich immer beschäftigt, bis fast die Sonne weg ist und untergeht. Und außerdem hätte ich eigentlich einkaufen müssen. Aber ich gehe im Moment so ungern einkaufen. Ey. Voll komisch, ne? Man lässt sich so krass beeinflussen und ist nicht mehr so gerne irgendwie unter Menschen und hat auch irgendwie Sorge und Angst und fühlt sich einfach komisch. Und ich glaube, bis da Normalität wieder einkehrt, bis man so wieder normal einen einfach umarmt und so, wird auf jeden Fall ein bisschen Zeit vergehen. Ey. Dauert mit Sicherheit etwas, bis wieder da Normalität eingekehrt ist. Naja, Leute, ich wollte euch eigentlich nur einen kleinen Einblick geben in den Tag und besonders auch in die ersten Zeilen vom Buch. Ja, schreibt mir mal, was ihr so denkt, wie ihr das Ganze, den ganzen Part da wahrgenommen habt. Ich lese euch ja immer da so ein bisschen aus was vor. Und schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr daraus schließt, also was ihr darunter versteht. Würde mich mega interessieren, wenn wir das so gemeinsam ein bisschen machen. Ja, Leute, wir sehen uns beim nächsten Vlog aus der Quarantänezeit. Bleibt gesund, bleibt fit und verliert nicht die Motivation und den Kopf, kühlen Kopf bewahren. Ist jetzt wichtig gerade in der Zeit. Und ja, bis bald.